vor denen. Hast du Samen für mich? Das ist noch ekliger als das, was ich vorhin mal gemacht habe. Aber ja, ich spende immer gern. Aha. Nein, ich habe also was für Samen? Egal. Ich habe 3 normale Seeds, falls du solche suchst. Ne, 4. Ist egal was. Hauptsache insgesamt, wo Seed dabei steht halt. Tut mir leid, alle für mich. Ah, ein Creeper, tötet ihn. Hey, bleib weg. Dann geht da in meine Kiste, der Creeper. Was soll das denn? Frecher Hund, Viech. Keine weiteren Samen mehr. Ne, ich habe nämlich schon Feld, deswegen. Ich würde ein bisschen abbauen. Zombie. Hast du den schon? Ja, ich schaff den. Jetzt habe ich nur einen Bambus von mir abgerissen. Hinter dir kommt noch ein Zombie. Viel Spaß damit. Ist okay. Ah, Skelett. Zombie tot. Und Mini-Zombie, von auf eine Fläche. Mich mal. Mini-Zombies bringen dir überhaupt nichts, wenn du dich da verkriechst. Ja, der greift aber dich an, nicht mich. Klar, greifen beide mich an. Creeper ist halt begehrter. Alter! Und der vorne stand. Und der 2 Zombies hinter sich hat. Und jetzt hoffentlich so abschüttelt, dass sie bei dir bleiben. Nö, bei mir will kein Zombie bleiben. Oh doch, sie wollen beim... Lol, was sind das denn für geile Zombies? Was hast du denn für einen Spawnerhut? Die Hüte sind spielerbezogen und du kannst leider keinen Hut aufziehen. Alter, ich bin Skelett. Sterbe. Alter, wie viele Zombies kommen denn hier? Ist ja krank. Ich komme gleich mal aus meinem Versteck hier raus. Ich bin doch nur ein Schwein, hört auf, ein Schwein zu schlagen, du Zwiecher. Mann. Voll die Schweinerei, ne? Ja. Level 9 bin ich schon. Ich bin Level 8. Level 8. Oh, ich habe jetzt erstmal einen Monat lang keine Schule. Hey. Und das sind keine Pferde. Ist das nicht Premium? Oh, jetzt ist mein Schaufel kaputt. Also besser gesagt, ich habe Schule, aber wir machen keinen Unterricht. Weil wir jetzt erstmal Schule haben, dann haben wir Praktikum und dann haben wir Projektwoche. Und jetzt will kein Lehrer mehr was anfangen vor den Dings. Also was Neues, neuen Stoffmäßig. Und deswegen machen wir immer nur Wiederholung. Heißt kein Unterricht, kein richtiger. So, ich bräuchte ein paar Knochen. Würde ich mal mit dir Skelette. Ich hab keine Knochen. Schnorrer. Ach, Skelett. Dein anderer Skelettfreund hier. Werde ich jetzt töten. Ah geil, die greifen dich sogar nicht an, wenn du sie angreifst. Ich dachte, dass sie dann Hostel werden. Aber pass auf, jetzt wird's Tag. Oh, ja. Brennst uns gleich. Vielleicht mal verwandt. Gut, dass du ein nettes Schwein hast, was sich bei dir, was sich um dich kümmert. Ein Zombie, unserer Villager. Haha, ich kann Villager-Zombie werden. Ich find's geil, wenn man dann auch noch das, was die Viecher halt können, auch kann. Also Creeper, sich in die Luft jagen und dabei sterben. Skelett und endlich Pfeile haben. Und Witch zum Beispiel Tränke werfen. Das fände ich ziemlich Premium. Leg noch XP. Haben wir uns durchs ewige Stein, Erdreich. Nein, Spitzhacke kaputt.
Achso, es gibt noch nicht die automatische Sprint-Taste. Nicht? Das ist natürlich doof, ne. Müsste doch bei 1.6 schon sein, oder? Theoretisch, aber bei mir hat es jetzt gerade nicht funktioniert. Musst du vielleicht das umstellen? Es kann sein, dass das mit irgendeiner anderen Steuerung überlegt. Über. Liegt. So, und hier wird das Testgebiet sein. Dazu verwandle ich mich gleich mal in einen Zombie. Am helllichten Tag. Holz. Lob. Was brennst du? Oh, wir haben da hinten eine Vulkanlandschaft. Die sieht ja mal richtig geil aus. Ränder ablaufen und da kann ich dann ganz viel Weizen farmen. Das sieht auf der Karte lustig aus, wenn du so die Felder aberntest praktisch. Schau dir doch einfach mal die Karte an, wie das aussieht. Ja, bei dir, das sehe ich nicht. Aber ich sehe es jetzt gerade bei mir, dass die Kamera lustig aus. Überall diese Felder drin. Kannst ja rauszoomen. Es ist voll rausgezoomt bei mir. Mit den Bildtasten hoch und runter? Ja, ich weiß, ist bei mir. Echt? Ja. Aschestein. Weil ich habe jetzt eine doppelte unendliche Wasserquelle erstellt, alles klar. Die doppelte unendlich, hä? Naja, ich habe gerade ein Wassereimer eingesammelt, jetzt kann ich an derselben Stelle nochmal ein Wassereimer einsammeln, obwohl das eine Wasserquelle mal war, also. Lol, und der steht jetzt dafür. Was? Ein Bug. Kann ich den jetzt auch wieder einsammeln? Okay, warte, muss ich da kommen gerade die Lava-Landschaft. Richtig geil aus. Lalalala. Rase ich mal zu mir zurück. Das ist lustig. Jetzt habe ich keine Brote mehr. Ich muss mir gleich neue Brote machen. Lunge kann man glaube ich auch essen. Braucht man eine Lunge für irgendwas? Ja, damit kannst du so jetzt noch nicht. Du kannst alles essen. Ist halt wie verrottetes Fleisch. Kann ich sie braten? Okay, dann wird's auch mal creepy, wenn ich eine Lunge braten kann und sowas alles. Ich meine, du kannst dann später dir deine eigenen Leute zusammenbauen. Also du kannst dann Körperteile finden und die dann zusammenbauen und dir dann sozusagen ein paar kleine Handlanger geben. Ein Villager mit Oktopusarmen und einem Hähnchenkopf. Als Beispiel. Creepy. Das und das und dann mach ich mir nur ein paar Brote davon. Ich sehe noch so ein Dungeon. Aber ich hab gerade gar keinen Hunger. Und ich sehe Octopussies. Oh mein Gott. Er hat das P-Wort gesagt. Die sind richtig schön schnell im Wasser. Ja, sind ja auch. Stell dir vor, du könntest ein Fisch sein, wenn du ihn angelst. Das wäre doch mal lustig. Ich weiß aber, was ich sein kann, was ich gerade bin. Alter, das schwebt das Ding. Das ist ja richtig cool. Schwebt über mir. Heißt, du kannst mich von Weitem sehen, aber ich bin trotzdem eins klein. Isle of Ash. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder Witch Spawner. Form ich hier noch ein bisschen Steinchens weg. Dann brauche ich gleich mal Fackeln. Aber hier habe ich ja gerade zufälligerweise Kohle entdeckt. Müssen wir schauen, wie dann mein Haus sich entwickelt. Ich muss das schauen. Du
kannst, sagte ich. Achso. Ich dachte gerade schon, jetzt werden hier Befehle erteilt. Du musst. Ich sollte. Wenn es mir in den Sinn käme, bei deinem Haus vorbeizuschauen, täte sich deine Seele daran sehr erquicken. Und was eine Kohlfeld hier ist. Kohlfeld. Habt ihr auch Kohlfest? Also Kohle und Pinkelfahrt. Gibt's sowas in Bayern? Was? Kohle und Pinkelfahrt. Sagt mir grad nix. Ist mir zu lang her, ich weiß es gar nicht. Ich bin da nicht mehr drin. Sag dir nichts, dann ist es gut. Ist gewachsen, das Bambuszeug. Ach genau, ich brauche einmal das da. So. Dann einmal Wasser. Und jede Menge buntes Martens.